weit weg von Kingston, von Jamaika und Amerika. In Shashamene, einer Stadt im Herzen von Äthiopien, wo nach Ansicht der ersten Geographen Menschen mit sonnenverbrannten Gesichtern lebten, dort hört man Rastergesänge. Die Lieder handeln von Gott, dem Kaiser, der wiedergefundenen Freiheit und dem gelobten Land. Rodney, der Ex-Boxer aus Kingston, Julian, der Sohn eines Revolutionärs aus Brighton und Ras Kabinda, der Rebell aus der Karibik. Etwa 300 Rastas kehrten heim. Sie sind die Gäste des Kaisers. Er schenkte ihnen Zion, ihr Zuhause, das wiedergefundene Paradies. Repatriation, that is like that burning desire. You were taken as a slave. Then the fact that they took you in chains, it means that your mindset was never to leave. So that will be inborn in you and into your generation to come, that you always have a desire to return to your roots from where you were taken. You enslaved me, you brutalized me, you raped my woman, you killed my mother. So when you go through all those experiences, then it's your heart desire. In order to truly liberate yourself, mentally and spiritually, you need to come home. Der Weg zurück in die Heimat dauert manchmal ein ganzes Leben lang. Vor 20 Jahren besuchte ich diesen Garten. Papa Dyer, der Vater dieses jungen Mannes, erzählte mir zu Füßen dieser Adamsfeige von seiner Reise, seinem langen Marsch in die Freiheit. Papa Dyer und Jonathan Dyer, Vater und Sohn. Ich habe ihr Foto gehütet wie einen Talisman. Ich höre noch heute, wie Papa mir von seiner Odyssee erzählt. I leave Jamaica 61 on a ship, the Gona, to England. I make a pledge in my house that I'm going to England to spend 3 years. When I finish 3 years, I will leave into Ethiopia. England, France, Spain, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan, Ethiopia. Now when I reach Ethiopia, I reach home. Yeah, it took him a year to reach here, you know. A year, 1 year, one full year to reach. 500 years in slavery, in captivity then, in the island, in the Caribbean, at the Atlantic Ocean then, right? Since we had over 500 years, right? And I hear now the 30 odd years. I don't see where I have no future down. I don't see nothing down there. I see it here. I can't go back in such a short time. He was in prison, you know, persecuted as a black man just walking through, you know, just hitchhiking. It wasn't easy. So they had him in prison. He was tortured. He was asked many questions as if he was, you know, a terrorist or something, you know. But regardless, he still made it. You know, he told him, I want to go to Africa. I want to go to Ethiopia. Shashamane, you know. He said, they couldn't get Africa out of us, you know? Africa was born in I. So no matter what they do or where we are, they couldn't get Africa out of us. Eventually, we must go home. We must be home. Jonathan hat im Garten gearbeitet, den sein Vater pflanzte. Seine Schwester Kyle Shia stampft den Kaffee. Ganja, das heilige Kraut, gedeiht in der Hitze der Hauswände. Der Vater aus Jamaika, die Mutter aus Äthiopien. Jonathan ist wie ein Erbe, ein Sohn der Geschichte, der Rückkehr nach Afrika. Sie servieren mir den Buna, den traditionellen Kaffee. Und ich zeige Jonathan meine alten Aufnahmen, seine Geschichte und Vergangenheit. Ein Sohn, eine Witwe und ihre Tochter, die mit einem Lachen ihren Vater und Ehemann wiedersehen. Den ersten Raster von Shashamene. Heute, 20 Jahre später, spricht er immer noch zu ihnen. My father just said something very interesting, something I never thought of.
What he said is that pioneers are people who actually left their home and go elsewhere to start a living. As for his case and people like him, they are people who came here after they were taken through enslavement. So they're not a pioneers, but people who actually come here. I never understood that, I never thought of that. I usually would think of him as a pioneer, a person who came here first. Ich nehme die Straße nach Süden. Bei mir trage ich wie ein Visum, wie eine Art Passierschein, die Fotos der ersten Rastas, die die Heimreise antraten. Die Rastas von Shashamene freuen sich nicht immer über Besuch. In 20 Jahren hat sich die Straße der Sieben Seen nicht verändert. Trotz der ewigen Armut nennt man diese Region auch das glückliche Äthiopien. Ein Vorort zum Paradies, wo auch die Marabus und Ibisse vom Nil den gleichen Schalk verströmen, dieselbe Gelassenheit. Fünf Stunden und 250 Kilometer von Addis Abeba bis nach Shashamene, dem gelobten Land der Rastas. Ein nachdenklicher Bob Marley empfängt den Reisenden am Stadteingang. Wenn der Kaiser für die Rastas Gott ist, dann ist Marley sein Prophet. Der Weg nach Zion, das Paradies der Rastas, ist natürlich ausgeschildert. Die Lodge, das Hotel Zion, ist eine Ruheoase, wo Pilgerer und Touristen der Lebensart der Rastas frönen. Ist Shashamene also ein Reiseziel für Touristen? Nein, es ist die Geschichte eines Exodus auf Afrikanisch. Alles begann 1920, als der jamaikanische Anwalt Marcus Garvey eine Schifffahrtslinie gründete, die Black Star Line. Sein Traum war die Rückführung aller Sklavensöhne nach Afrika. Doch die Black Star Line ging pleite, der Traum platzte und Garvey, der schwarze Moses, landete im Gefängnis. Aber die Afroamerikaner hörten seine Prophezeiung. Schaut nach Afrika. Sobald sie dort einen schwarzen König krönen, ist der Tag der Befreiung nicht mehr fern. Rastafari Makonnen, der 225. Nachfahre von König Salomon und der Königin von Saba, wird 1930 in Addis Abeba zum Kaiser Äthiopiens gekrönt und erhält den Namen Haile Selassie, König der Könige. Für die Rastas eine klare Botschaft. Die Prophezeiung von Marcus Garvey ist wahr geworden. Haile Selassie ist der Sohn Gottes, der lang ersehnte schwarze Messias. Die Stunde der Befreiung hat geschlagen. Doch 1935 fallen Mussolinis italienische Truppen in Äthiopien ein. Sie träumen von Eroberungen und einem Kolonialreich. Der Krieg ist gnadenlos und der Kampf ungleich. Ein faschistischer Goliath gegen einen schwarzen David. Die italienischen Truppen sind besser ausgerüstet, trainiert und angeführt und gewinnen die ersten Schlachten. Rastas, Jamaikaner und Afroamerikaner organisieren sich, um die Verteidiger im Krieg zu unterstützen und schicken dem Kaiser Geld, ihrem neuen Messias. Mit der Hilfe der englischen Truppen erobert der Kaiser im Mai 1941 Addis Abeba zurück, seine Hauptstadt und seinen Thron. Nach seiner Rückkehr erinnert sich der Kaiser Haile Selassie an die Hilfe dieser seltsamen Rastas, von deren Existenz er nicht einmal etwas geahnt hatte. Großzügig schenkt er ihnen 250 Hektar Land am Stadteingang von Shashamene im Süden des Kaiserreichs. Endlich haben die Rastas ihr gelobtes Land gefunden. Auf diesem Land, das der Kaiser den Rastas schenkte, bauten sie das Yaventa Children's Center, eine ganz besondere Schule in Shashamene. Sie kümmern sich dort um 100 AIDS-kranke Waisenkinder. Jeder Tag beginnt mit dem Schwur auf die äthiopische Flagge. Jonathan, der Sohn von Papa Daya, ist Mitglied in der NGO. Die Französin Berenice ist ihre Leiterin. Sie erklärt mir, dass sie nur hier ihren Glauben leben könne.
Für mich ist sie wie eine gute Fee der Rastas. Sauberkeit, Zuwendung, tägliche Dreifachtherapie, Essen und Bildung. Yaventa ist ein Refugium für diese verlassenen und abgelehnten Kinder. Mehrere Rastas sind Mitglieder im Verwaltungsrat und beteiligen sich an den Aktivitäten, umringt von Äthiopiern. Es ist vielleicht das einzige Projekt, das die beiden Gemeinschaften vereint. Denn sie haben sonst kaum miteinander zu tun. Es ist ein bewegender Moment, als ich das Holzhaus wiedererkenne, das jetzt als Unterrichtsraum dient. Damals hatte ich Papa Bar und Mama Bar hier fotografiert, vor diesem Bretterverschlag, 1968 mit ihren eigenen Händen gebaut. Ici, on est sur un des premiers terrains qui a été offert à une famille de Rasta en 1968. Et notamment, ils ont construit cette maison en arrivant, donc il y a 51 ans. Et dans laquelle ils ont élevé leurs enfants et ils ont vécu de l'agriculture toute leur vie. Et donc on sert de passerelle en fait entre la communauté et la société civile. On aide à réaliser le rêve de papa et mama Bok et de beaucoup de tous les Rastas qui sont venus ici, qui étaient de participer au développement de l'Éthiopie. Et voilà, papa Bok a planté des arbres, il savait pas que ça allait nourrir tous les gamins qui viennent ici. Mama Bok a élevé tous les enfants des environs. Elle savait pas qu'aujourd'hui encore, il y a des enfants qui courent partout. Et on est très très fiers aujourd'hui de réaliser, de participer à réaliser leur vision, qui était la nôtre aussi en fait. David Bar wuchs in diesem Haus auf. Wenn er über das Holz streicht, werden Erinnerungen wach. Als seine Eltern starben, überließ er Haus und Grundstück den kranken Kindern der Stadt. Because of life issues, the parents have to move, go to survive. So they usually just bring their kids and say, "Mama Ba, can you take care of our kids?" And she was happy doing it. And I grew up with helping her taking care of kids. And today, if you can see. I for me this is like a fulfillment of her dreams because she used to dream of these things, having helping kids, and today you can see, even though they are not here, the house has been used for a worthy cause. We are taking care of several kids, which it really put a lot of happiness in my heart, and I'm sure if they were alive today, they will be standing right there and smiling of this happening. Mama Bar war eine der ersten Frauen aus Jamaika, die die Heimreise antrat. Im Garten hat sie zwei ihrer Kinder begraben. Es kam für sie nicht in Frage, diesen Ort wieder zu verlassen. When the revolution came, all the Jamaicans that were here, they decided to go back because they say that they wouldn't put up with this type of thing. But then I couldn't afford to go back. Because I really came as pioneer. The pioneers are people who go in front to prepare for people who come in behind. Even one Ethiopian asked me if I'm not going, if we are not leaving because we are going to be killed. I tell them no. No, I'm not going back. I'll be the true soldier and stay at my post. Anfang der 70er Jahre ist es vorbei mit der goldenen Kaiserzeit. Eine schlimme Hungersnot erschüttert das Land. Die Revolution tobt und die Armee übernimmt die Macht. Die Sozialisten errichten eine Diktatur mit General Mengistu an der Spitze, dem Roten Negus. Haile Selassie, der alte, gestürzte Kaiser, wird festgenommen. Der König der Könige stirbt 1974 im Gefängnis, krank oder ermordet. Für die Rastas sind das harte Zeiten. Ohne den Kaiser sind sie verloren. Die neue sozialistische Regierung beschlagnahmt die Hälfte ihres Landes, um sie unter den äthiopischen Bauern neu zu verteilen. Der Legende nach wuchs das heilige Kraut auf dem Grab von König Salomon. Daher empfiehlt man seinen Konsum für die richtige Auslegung der heiligen Texte und der Bibel.
Yes, sir. Good morning. Wenn Rodney zu seinem Gott Jah betet, dann mit seinem Tambourin, so wie einst die Maroons, die rebellischen Sklaven aus Jamaika. Sie hatten sich die Rhythmen ihrer afrikanischen Wiege bewahrt. Psalm 22 der Bibel besagt, Rauch stieg auf aus seiner Nase. Deshalb raucht der Ex-Boxer Rodney aus dem jamaikanischen Kingston das heilige Kraut Ganja mit der größten Selbstverständlichkeit. An den Tod des Kaisers hat er nie geglaubt. Nichts konnte ihn von der Rückkehr ins gelobte Land abbringen. When I was leaving Jamaica, they say, don't go. They're gonna kill you there. His Majesty is dying. I said no. And I don't have no belief in that. And since I come here, it is very hard. But with the people, can nobody accept Rasta to that, you know? Here, you get what I mean? But I don't. You don't show because I know history. I know how I come. I know where I go. So what they are saying is no problem to me. So when I land here, I come home. That is our big talk in Jamaica. I want to go back home. And I'm happy to be here today. I don't matter. Eine schwierige Rückkehr zu den Wurzeln. Was die Rastas vorfinden, das ist eine bitterarme äthiopische Gesellschaft, der die Ankunft dieser Fremden missfällt, die sie für reich hält und die Amerikaner nennt. Well, this is Ethiopia. So if you live all your life in Europe or America and these places, there's a cultural shock involved. The way we live here in Ethiopia is simplistic living. A lot of people come from the West, they're accustomed to a hustle. In Ethiopia, there is no hustle. You got to work and survive through your legal ways and means. So, and it's if your heart is there with His Majesty, and if you're really a pharaoh, and you come home to live, you will stay. But if you are not pure in heart and your intentions are folly, the spirit of Ethiopia will send you back out. So it is within that levels of consciousness. Many are called, very few have chosen. Etwa 300 Rastas leben am Stadteingang von Shashamene. Eine Zahl, die nur schwer aufrechtzuerhalten ist. Eine sehr begrenzte Heimkehr in die Heimat. Jeder Morgen ist geprägt von harter Knochenarbeit unter der Sonne der Armut. Wir besuchen die Bunabits, die Kaffeehäuser, kleine Hütten aus Blech und Stoff. Der Buna, der Kaffee, ist vor allem eine Zeremonie der Frauen. Geröstete Bohnen, Weihrauch und der Dampf von Eukalyptuskohle. Ein Spiel von Düften, das die Gerüche des Elends übertüncht. Die Ethiopian World Federation ist das Politik- und Verwaltungszentrum der Rasta-Gemeinschaft. Samstags wird gefeiert. DJ Ras Paul sucht die Platten aus, das Soundsystem auf Maximum. So muss es sein. Das Zentrum der Ethiopian World Federation ist für die Rastas der angesagte Ort für alle Clans und Generationen. Heiliges Kraut für die Großen und Tischtennis für die Kleinen. Die Stimmung ist bestens. Aber heute gibt es auch im Büro viel zu tun. Sie müssen alle Ausweise der Gemeinschaftsmitglieder erneuern. Eine lang ersehnte Nachricht kam aus der Hauptstadt Addis Abeba. Die Rastas, die mit dem Ablauf ihrer Ankunftsvisa all ihre Rechte verloren hatten, bekommen nun endlich einen neuen Personalausweis und die gleichen Rechte wie die Äthiopier. That was the first time I really felt free, as the Ethiopian said, yes, you're a foreign national because you're born in foreign, but you're of Ethiopian origin. That's victory in itself.
being here, I can get up today and decide to work or not to work. In England, I don't have that choice. If you don't work, you don't eat. You understand? So being here in Africa, it's a victory. And for every African, every returned repatriate who comes home, it's victory. Die einstigen Heimatlosen und Waisen des Kaisers, die Rastas von Shashamene, sie haben nun endlich einen Status. Wie jeder Bürger dürfen sie jetzt einen Laden oder ein Restaurant eröffnen, arbeiten und sich eine Zukunft aufbauen. Heute Abend scratchen sie, stoßen an, feiern wie im Ghetto von Kingston. Sie reichen das Mikro an die Jungen weiter wie eine Fackel. Aber sie werden immer weniger. Die Rastas von Äthiopien, das ist ein bisschen wie eine verpasste Verabredung. Bevor ich Shashamene verlasse, begegne ich am Morgen ein letztes Mal der ehrwürdigen Vergangenheit. Mein Freund Ras Moody, der alte Anführer der Rastas, liegt im Sterben und bereitet sich auf seine letzte Reise nach Zion vor. Die Heimkehr ins Paradies der Rastas. Vor 20 Jahren hatte ich ihn gefilmt. Er saß in einem Mangobaum, dem Himmel zugewendet, rauchend und im Zwiegespräch mit Gott. Heute liegt er in seinem Sterbebett, von Schmerzen geplagt, aber glücklich über die erfüllte Mission. The Ghanaian flag has shown the beauty of myself being in Africa. And it is my desire to pass along, die here. You know, it is not someone pushing it. It's my desire. And I look forward to the time I will be spending for that time to come about. I really give God thanks, honestly, you know. And when you see the glory of the blessing of God, and knowing that I am here today, can read with you, my brother. What more can I say? What more? Sie heißen Ras Moody, Papa Daya, Papa Ba, Brother Rodney und Ras Kabinda. Sie waren die ersten Rastas. Sie sprengten ihre Ketten und waren ihr Leben lang auf dem Weg nach Zion, dem gelobten Land. Rastafari, das ist eine politische Haltung, eine Ablehnung des weißen Systems. Sie nennen es Babylon, das Symbol der Macht, der Unterdrückung und der Sünde. In den bunten Mauern ihrer Tempel leben die Rastas von Shashamene ihre verrückte Utopie. Weit weg von Babylon und vom Rest der Welt. Sie waren einmal die Gäste des Kaisers und sie kamen, um nie wieder zu gehen.